Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Memoria. Im letzten Part sind wir hier angekommen, nachdem wir den Schwebekristall wieder aktiviert haben und haben ziemlich viele Leichen vorgefunden, beziehungsweise Ariarchos, der noch in Ordnung zu sein scheint. Ein Problem hat sich ergeben. Durch die Macht des Kristalls und des Prinzen können wir unseren Stab noch nicht direkt benutzen, sondern müssen ganz, ganz nah zu ihm. Und das müssen wir jetzt irgendwie rausfinden, wie wir das machen. Ich werde aber erstmal die ganzen Leute angucken. Er trägt noch sein Zepter bei sich. Oh, haben wir jetzt ein Zepter bekommen? Cool. Er hat nichts mehr außer seinem Gürtel. Na, den nehme ich auch. Habe ich einen Gürtel? Cool. Okay. Gebt auf. Er ist euch weit überlegen. Nein, ich werde ihm alles entgegenhalten, was ich in die Finger bekomme. Er hat mich lange genug gedemütigt. Okay. So, dann gehen wir mal zu dem Boron-Geweihten. Wie komme ich denn dann darüber? Ich bin immer noch am Überlegen gerade. Er trägt einen Federkiel bei sich. Kein Ersatz für ein Schwert. Aber was habe ich für eine andere Wahl? Okay, jetzt muss ich hier so MacGyver-mäßig irgendwas zusammenbauen. Zepter mit Gürtel vielleicht? Der Stab? Das bringt mich nicht. Das wird niemals gehen. Okay. Ich weiß nicht einmal, wo ich... Ah, ja. Ach, Moment, ich habe aber eine Idee. Erstmal gehen wir hier zur Turmtür. Sie ist verschlossen. So. MacGyver kann das. Mach nicht mit einem Federkiel die Turmtür auf. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Was? Der Weg der Willkür ist nicht... Das gibt's doch gar nicht. Ich darf jetzt nicht den... Nein. Das wollte ich eh nicht. Lieber nicht. Ich hebe mir meine Kraft. Hä, wie komme ich denn dann dahin? Was haben wir denn noch Schönes hier? Ah, Steine. Kann ich die auf den werfen? Tatsächlich. Au! Wer wagt es? Na, wer wohl? Satya? Du lebst? So leicht wirst du mich nicht los. Ach, Mädchen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Und nun? Wir haben uns genug angegiftet. Es ist Zeit zu handeln. Ich könnte nochmal Steine werfen. Aber ich glaube, das bringt nicht viel. Von dieser Seite des Raumes komme ich nicht an ihn ran. Moment. Das hatte ich ja alles gemacht. Wir haben den Prinzen, die Tentakel, hier haben wir den Hauptkristall und den Schwebekristall. Ich könnte rein theoretisch mit aktivieren, deaktivieren den Schwebekristall. Ich bin auf der falschen Ebene. Oder so. Das wird niemals... Achso, stimmt, ich kann ja keine Magie wirken. Verdammt, vergessen. Boah, was mache ich bloß? Nochmal einen Stein werfen? Gar! Für wen hältst du dich? Ich werde ihn jetzt tothauen mit den Steinen. Das hört jetzt auf! Nö. Oh. Oh. Und nun sieh zu, wie ich mir diese Kammer ein für alle Mal unterwerfe. Prinzessin, ich habe noch etwas für euch. Okay, dann mal zurück zu Ariarchos. Ihr könnt ihn nicht verwunden, solange er den magischen Schild um sich herum trägt. Dessen Macht speist sich aus dem Hauptkristall und den 5 kleinen Schwebekristallen in den Türmen. Was, wenn ich die Kristalle ausschalte? Dann wird auch er schwächer und sein Schild kleiner. Nehmt diesen Schlüssel zum linken Schwebeturm, aber beeilt euch! Er wird von Moment zu Moment mächtiger. Ah, ich danke euch.
So, jetzt haben wir den Schlüssel, Gott sei Dank. Den benutzen wir direkt mal hier an dieser Turmtür. So, und ich denke mal, wenn wir jetzt hier reingehen, können wir den Kristall hier deaktivieren. Statue, Schild, Fackelhalter, können wir den nehmen? Nichts geschieht. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde das Land heilen, als ihr es nicht mehr konntet. Wir befinden uns in der unteren Kammer des linken Turms. So, ich glaube aber, hier ist sonst... Moment. Kluge Taste natürlich. Nee, es dann kann ich hier die Tentakel Rüstung, noch. Nur eine Nachbildung. Besser, ihr kommt ihnen nicht zu nahe. Das Zeichen, das ist unbrauchbar. Aber ich klammere... Ich wollte den Dolch eigentlich benutzen. Sie wachsen sofort wieder zusammen. Aha. Ich könnte die vielleicht versteinern. Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen und kleines Getier, Charizard. Ist das keine Pflanze? Naja. Da ist der Kristall. Aktivieren, deaktivieren. Was ist geschehen? Ich habe dem Stein seine Kraft geraubt. Dabei muss der Turm nach unten gesackt sein. Geht nach draußen und seht nach. So, ich will jetzt aber gerade mal noch gucken. Fackelhalter. Da passiert nichts. Besser, ihr kommt ihn nicht. Okay. Die Waffe ist fest mit der Rüstung verbunden. Ich schätze, ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Mhm. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde kämpfen, wie noch kein Mensch je gekämpft hat. Ich werde erst mal gucken, ob ich unten vielleicht hinkomme. Na? Was ist mit dem Ausgang geschehen? Als ihr den Kristall oben gelöscht habt, ist der Turm eine Ebene herabgesackt. Der Ausgang ist nun versperrt. Wollt ihr nach draußen, müsst ihr seine Macht wieder erwecken. Verstehe. Ich gehe aber trotzdem mal raus. Da war ja noch der Ausgang, wo es zur Brücke ging, der natürlich nicht mehr mit der Brücke verbunden sein wird. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Zierkopf? Dann haben wir hier nochmal die Tentakel. Besser, ihr kommt ihnen nicht zu nahe. Was könnte ich denn machen? Aktivieren, deaktivieren? Achso, das kann ich ja nicht mal anwählen, stimmt. Mission schicken. Was mache ich denn mit dem Zierkopf? Kann ich den... Ah, ich kann den vielleicht hier draufsetzen, ha? Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Was? Hier fehlt aber auf jeden Fall einer. Moment. Ja, hier ist ja auch einer drauf. Das wird niemals... Das bringt mich nicht... Das hier vielleicht? Fehlt die Vision. Nee, auch nicht. Okay, wie kann das genau gemacht werden? Das führt doch... Hier war ja sonst weiter nichts. Ach, da bin ich wieder, hab mich außersehen verklickt und das Spiel in den Hintergrund geschmissen. So, ja, ich schätze mal, dass ich vielleicht doch wieder aktivieren... Ich fürchte, mein Zauber... deaktivieren machen muss. Ach so, Moment, was hat er gesagt? Ich muss es mir nochmal anhören gerade. Das geht nur bei magischen... Einst konnte ich das wohl, aber inzwischen bin ich zu schwach. Aha. Ja gut, okay, dann wie gesagt, aktivieren wir das mal. Der Turm ist nun wieder oben. So, und dann gehen wir nämlich zur Brücke raus. Und jetzt können wir ja in den anderen Turm wieder rein.
Da. Turm Nummer 2. Da geht's zum Schwebekristall. Moment mal. Ah, sehr schön. So, das hätten wir schon mal. Das war Nummer 1. Ich bin auf der Fahrt. Dann zu Turm Nummer 2. Oh. Kurzer Grafikbug. So, was haben wir hier Schönes? Rüstung. Was stehst du hier? Geh raus und kämpfe. Schild. Wir befinden uns in der oberen Kammer des mittleren Turms. Ich werde es euch allen zeigen. Wenn wegen eurer Missgunst die Dämonen siegen, wird auch das Reich der Gebildeten und Schönen auf ewig zerfallen. Ich kann auch nach oben, sehe ich gerade. Wo bin ich jetzt? Da. So, wir haben... Boah, kann ich hier gar nichts machen? Ich kann hier tatsächlich nichts machen. Ich könnte, wenn, nur nach unten zurück. Ah, ich kann mir aber vorstellen, was. Verstehe. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Hier ist ein Loch im Boden. Sie rührt sich kein Stück. Wir befinden uns in der... Ach so, das zeigt mir immer nur an, wo wir gerade sind. Das Schwert ist aus brüchigem Marmor. Es wird mir in der Schlacht nicht viel nützen. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde die Kämpfenden unter einem neuen Stern der Hoffnung vereinen. In der Mitte des Raumes haben sie erst ein Loch geschlagen und es nun überwuchert. Wie eine Brücke. Okay. Kann ich denn mit Alkohol ein bisschen was machen? Lieber nicht. Besser nicht. Hubala. Dann nicht. Dann vielleicht aber das? Sie wachsen sofort. Ah ja. Gürtel, Federkiel, Zierkopf. Also ich vermute, dass ich jetzt... diesen Stein hier deaktivieren muss. Aber ich will erstmal hier kurz raus auf die Brücke. Hier haben wir jetzt den Hauptkristall. Wenn ich den aktiviere, deaktiviere. Dafür müsstet ihr ganz nah an ihn heran. Solange der Prinz mit auch nur einem Kristall verbunden ist, kann ich nur Dinge in unmittelbarer Nähe beeinflussen. Bin ich dir nicht nah genug dran? Ich komme nicht, Herr Kasims Schild beschützt ihn. Wenn ihr die Kristalle in den Türmen löscht, wird auch der Schild kleiner. Vielleicht könnt ihr ihn dann endlich erreichen. Ah, okay. So, Moment, dann erstmal in den Turm zurück. Jetzt aktivieren und deaktivieren wir das hier. Kasims Anwesenheit schwächt mich. Ihr müsst den Kristall mit euren eigenen Händen berühren, damit ich ihn verzaubern kann. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Ich komme nicht nah genug. Kasims Arme sind... Ach so. Das wird niemals gehen. Besser nicht. Das wird niemals... Wenn es anders nicht... Ah, irgendwas funktioniert. So, den hole ich mir mal wieder. Schwebender Splitter. Heißt das, wir sind jetzt nach unten gefahren? Huch. Die Arme spüren die Magie des Kristalls in eurer Tasche. Kommt ihnen besser nicht näher. Ach so, verstehe. Das ist jetzt natürlich blöd. Kann ich den irgendwo lassen? Es sieht jetzt auch ein bisschen anders aus hier. Also wir sind scheinbar echt eine Etage nach unten gekommen. Ich werde es euch allen zeigen.
Ich werde der Welt das geben, was du ihr bloß versprechen konntest. Mhm. Ich brauche keine Rüstung, um hieraus siegreich hervorzugehen. Keine geheime Vorrichtung. Nirgends. Aber ich könnte vielleicht den Kristall hier reinsetzen, oder? Mir fehlt die Vision. Puh, dann halt nicht. Oh. Prinzessin, was ist? Er ist in meinem Kopf. Hat dich deine Vergangenheit etwa eingeholt? Lasst euch nicht verwirren. Es ist nur ein Spiel. Eine finstere Illusion, um euch zu brechen. Nichts davon ist wirklich. Versucht euch darauf zu besinnen, was ihr wirklich seht, und der Trug wird verschwinden. Ja, sie scheint es nicht zu schaffen. Oder? Das hier? Es ist hier? Nur eine Illusion. Sagt, okay. Was wirklich an dieser Stelle steht. Hier ist... Ach du meine Güte. Das Schild. Ein Schild. Oder? Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal in die anderen Türme rein. Achso, jetzt bin ich auch oben. Boah, wie war denn das bloß? Hier, runter. Fackelhalter, Schild. Es müsste ja eigentlich so sein wie hier auch. Fackelhalter, Schild, Rüstung, Statue. Hier steht... Der Fackelhalter? Ein Fackelhalter. Hier ist... Das Schild? Ein Schild. Hier steht... Das ist dann die Rüstung? Eine Rüstung. An dieser Stelle ist... Eine Statue? Eine Statue. Hier ist... Das wäre ja dann nichts. Nichts. Auch nicht. Okay, dann muss ich mir gerade nochmal das Verhältnis von den anderen Türmen anschauen. Wenn es hier so aussieht... Hoppala. Oh, das ist jetzt natürlich blöd. Die Arme bekommt ihnen best... Kann ich den nicht hinlegen? Irgendwo? Oder einwickeln? Lieber nicht. Ah, Moment, Moment. Aktivieren, deaktivieren. Jetzt müsste ich hier lang, ne? Ja, jetzt geht das. Gerade mal das Verhältnis dazu anschauen. Nee, ich muss... Was zur Hölle? Ich muss nach unten, oder? Genau. Fackelhalter, Fackelhalter, Rüstung, Schild, Statue. Fackelhalter, Rüstung, Schild, Statue. Okay, also spiegelverkehrt. So. Das heißt, hier muss nichts... Statue, Rüstung, Schild, also, ja, ich muss von hier anfangen. Fackelhalter, Schild, Statue, Rüstung meine ich, Statue. Fackel, Schild, Rüstung, Statue. Okay. Hier steht... Der Fackelhalter? Ein Fackelhalter. Hier ist... Schild? Ein Schild. Hier steht... Die Rüstung? Eine Rüstung. An dieser Stelle ist... Die Statue? Eine Statue. Und da ist dann nichts? Nichts. Echt jetzt? Immer noch falsch? Hm. Hier Komisch. Steht
Ich weiß es. Die Objekte in den Kammern sind nach einer bestimmten Logik angeordnet worden. Seht euch die anderen Räume genau an. Vielleicht könnt ihr ein Muster erkennen. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es eigentlich spiegelverkehrt ist. Ich gucke mir aber trotzdem die anderen nochmal an. Ich muss dafür jetzt aber den Kristall nochmal deaktivieren. Also hier war es spiegelverkehrt. So, jetzt gehen wir mal zur ersten Brücke rüber. Ah ne, hier komme ich gar nicht lang. Nach oben. Und dann in Turm 1 rüber. So, da waren dann hier Statue, Nichts, Rüstung, Schild, Fackelhalter. Ach Gott, um Himmels Willen. Ich glaube, ich schreibe mir das mal auf, wie die angeordnet sind und versuche dann rauszufinden, wie das miteinander zusammenhängt. Ich werde das jetzt aber erst in der nächsten Folge sehen und ich verspreche, ich gucke keine Lösung an. Also, bis zum nächsten Part dann. Ciao.